das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth. Ihnen guten Abend. Nach innen Stärke zeigen, alle Zweifel ausräumen und die Massen mobilisieren. Das ist es, was Präsident Erdogan heute unbedingt wollte. Und so wie es aussieht, scheint ihm das auch gelungen zu sein. Hunderttausende Anhänger kamen heute in Istanbul zur sogenannten Demokratie- und Märtyrerversammlung zusammen. Nach all den Festnahmen, Entlassungen und Suspendierungen im Staats- und Justizapparat und dem massiven Vorgehen gegen kritische Medien im Zuge des gescheiterten Militärputsches sollte diese Massenveranstaltung heute wohl nach innen wie nach außen zeigen, dass der türkische Präsident das Volk eben hinter sich hat. Um die Einigkeit der türkischen Nation zusätzlich zu demonstrieren, hat er zwei der drei wichtigsten Oppositionsparteien zu dieser Kundgebung eingeladen. Nur die ebenfalls im Parlament vertretene kurdische Partei HDP blieb außen vor. Bernd Niebrügge. Der Yenikapı-Platz im Südwesten Istanbuls platzte schon früh aus allen Nähten. Hunderttausende sollten es bald sein, hoffend auf Einigkeit im Land, hoffend, dass die Spaltung des Landes ihr Ende findet. Alle sollen sehen, was hier los ist. Überall Fahnen, überall das Volk. Das Volk, das einander gekettet ist, egal ob Aleviten oder Sunniten. Die Regierung hatte dazu aufgerufen, heute keine Parteifahnen, sondern nur Nationalflaggen als Zeichen der geeinten Nation mitzubringen. Auch dass die Vorsitzenden der oppositionellen Mitte-Links-Partei CHP und der nationalistischen MHP vom Staatspräsidenten persönlich begrüßt wurden und auch reden durften, sollte der türkischen Öffentlichkeit eine bisher nicht gekannte Einigkeit zeigen. Wir sind nun am Punkt, wo die Fronten geklärt sind. Auf der einen Seite die politischen Parteien und ihre Anhänger, also die Türkische Republik. Auf der anderen Seite religiöse, ethnische oder ideologische Terrororganisationen mit dunklen Mächten hinter sich. Die prokurdische HDP, der die türkische Regierung Verbindungen zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorwirft, war heute nicht eingeladen, obwohl auch sie den Putschversuch verurteilt hatte, so wie auch das HDP-Vorstandsmitglied Oluç, das der Demonstration ferngeblieben ist. Der Staatspräsident habe seine eigene Agenda, so Oluç. Er wolle per Verfassungsänderung das Präsidialsystem einführen. Dafür bräuchte er die Stimmen der Oppositionsparteien CHP und MHP. Das sei der Grund für die jetzige Annäherung. Erdogan kritisierte heute Deutschland, weil ihm untersagt worden sei, bei der Kundgebung in Köln vor einer Woche per Videoschalte zu sprechen. Und erneut unterstützte er die Rufe nach der Todesstrafe trotz EU. Die EU hat zwar keine Todesstrafe, aber China, USA, Japan, Russland haben sie. Wenn unser Volk die Todesstrafe will, werde ich es unterschreiben. Innenpolitisch demonstrierte Erdogan heute die Einheit, außenpolitisch setzt er weiter auf Konfrontation. Ja, den Bildern nachzuurteilen, war das eine mächtige Demonstration. Heute heißt das denn, Bernd Niebrügge, in Istanbul, dass die Opposition jetzt komplett verschwunden ist? Ja, die Opposition wurde ja hier begrüßt per Handschlag vom Staatspräsidenten Erdogan, zumindest die sozialdemokratische CHP und die Ultranationalen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich für die Türkei. Normalerweise ist man sehr verfeindet gewesen in vergangenen Zeiten, hat nicht miteinander gesprochen. Das ist ein positives Zeichen und die Opposition musste natürlich bei dem Thema für Demokratie und für die Märtyrer auch dabei sein. Sie hatte eigentlich keine andere Chance. Andererseits hat man die Chance auch genutzt. So hat zum Beispiel der Vorsitzende der CHP, also der kemalistischen Partei, nochmal aufgerufen dazu, dass es keine Diktatur geben darf und das auch in Anwesenheit vom Staatspräsidenten Erdogan. Und das war natürlich auch ein deutliches Zeichen. Präsident Erdogan sagte ja, dass er der Forderung nach der Todesstrafe persönlich stattgeben würde. Ist ihm denn bewusst, dass das Ende aller Beitrittsverhandlungen mit der EU wäre oder spielt er nur rhetorisch damit? Ich denke, das ist ihm bewusst, dass das Ende der Beitrittsverhandlungen bedeuten würde. Andererseits ist auch zu beobachten, dass er wohl kaum mehr zurück kann. Also wenn es zur Entscheidung im Parlament zur Todesstrafe kommen wird, dann muss er auch wohl am Ende seine Unterschrift darunter setzen. Aber ich denke, er hat vielleicht einen kleinen Ausweg im Blick, denn man kann ja die Todesstrafe theoretisch einführen und sie dann sogleich aussetzen, was man ja auch in verschiedenen Ländern der Erde schon gefunden hat. Und vielleicht ist das für ihn ein Königsweg, um dann auch mit einem Kompromiss mit der EU doch noch im Gespräch zu bleiben. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, Bernd Niebrügge, nach Istanbul. Vielen Dank.
Und wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Sieh mal, Gabriel, der wäre froh, wenn er nur ein Problem hätte. Beim SPD-Vorsitzenden allerdings stapeln sie sich. Seine Partei liegt bundesweit seit langem mehr als 10% hinter der Union. Und was Gabriel auch immer in den letzten Monaten versucht hat, um aufzuholen, es hat zumindest bis jetzt nicht funktioniert. Und bei den beiden kommenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin drohen teils herbe Verluste, aber damit noch nicht genug. Als Bundeswirtschaftsminister kämpfte er für internationale Handelsabkommen, die viele Wähler aber laut Umfragen gar nicht wollen. Sigmar Gabriel braucht also Erfolge. Robin Lautenbach über die Pläne des SPD-Chefs und einen Ausflug an die Küste. Eine politische Sommerreise machte Sigmar Gabriel in diesen Tagen. Sie begann wegen der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Betont gut gelaunt sprach der SPD-Chef mit den Bürgern und auch politisch gab er sich selbstbewusst. Schon unterwegs verkündete er zum Beispiel, von der Türkei dürfe sich Europa nicht erpressen lassen. Und heute beim ARD-Sommerinterview legte er nach. Für einen türkischen EU-Beitritt sieht er auf lange Sicht kaum noch Chancen. Wenn die Türkei beschließen würde, die Todesstrafe einzuführen, würde sie gegen ein zentrales Element der Grundrechtecharta der Europäischen Union verstoßen. Und dann ist sozusagen, macht es keinen Sinn, über Beitritt zu verhandeln. Reden mit Arbeitnehmern, auch das gehört zu einer Sommerreise. Kämpferisch ist Gabriel, wenn es um seine Ministererlaubnis zur Fusion von Edeka mit Kaisers Tengelmann geht. Er will nun juristisch vorgehen gegen das Gericht, das die Erlaubnis kassiert hatte mit der Begründung, der Minister sei befangen wegen angeblich geheimer Gespräche. Ich bin immer Sozialdemokrat in dem, was ich tue. Und wir sind eben für eine soziale Marktwirtschaft. Und der Befangenheitsvorwurf, der hat mich auch überrascht. Das muss ich offen sagen. Ja. In einer Sache bin ich befangen. Ich habe von Anfang an 8000 Arbeitsplätze retten wollen. Das ist meine Form von Befangenheit. Unterwegs bei der Polizei hatte sich Gabriel die Bewaffnung zeigen lassen. Politisch attackierte er heute den CDU-Bundesinnenminister und dessen CDU-Vorgänger. Sie hätten die Bundespolizei personell ausgedünnt. Wenn man einen flexiblen Gegner, Terroristen, Amokläufer, wen auch immer, dafür gibt es eine flexible Einheit, die schnell reagieren soll, das ist die Bundesbereitschaftspolizei. Der fehlen fast 1000 Leute. Das sind mehr als 9 Einsatzhundertschaften. Auf diese Attacke reagierte die CDU heute überrascht. Der Personalbestand der Bundespolizei werde doch gerade erhöht. Ist es das Flaggschiff aller Bundessicherheitsbehörden, wenn man danach geht, wo wir wie viel Geld investieren. Und das nicht seit einem Jahr, sondern seit 4, 5 Jahren. Die Aussagen des Vizekanzlers wirken auf mich desorientiert und ein wenig verwirrt. Ein Hauch von Bundestagswahlkampf war heute zu spüren. Ob er Kanzlerkandidat werde, das ließ Gabriel auch heute offen. Nur so viel, er würde sich freuen, wenn es in der SPD dann mehrere Interessenten gäbe. Der Südsudan ist das jüngste Land Afrikas. Vor gut 5 Jahren trennte es sich vom Sudan ab und im Nordosten des Kontinents entstand der neue Staat. Damals gab es sehr viel Hoffnung, dass das Land endlich Frieden finden würde. Jetzt ist für viele Uganda an der südlichen Grenze die letzte Hoffnung. Denn längst herrscht im Südsudan wieder Bürgerkrieg. Die Vereinten Nationen, deren Soldaten die Bevölkerung eigentlich schützen sollen, sprechen von mehr als 70 Toten und massenhaften Vergewaltigungen allein in den letzten Wochen. Zehntausende fliehen Richtung Uganda. Über die Gewalt im Südsudan, Markus Schmidt. Sie kann vor Schmerzen kaum laufen, hat Mühe, sich niederzusetzen. Sie schämt sich. Sie sei von Regierungssoldaten vergewaltigt worden, erzählt sie. Die Soldaten hätten sie ausgewählt, weil sie zur Ethnie der Nuer gehöre. Wir hatten das Lager verlassen, um Wasser und Nahrung zu holen. Sie fingen uns ab und fesselten uns an Händen und Füßen. 10 Männer haben uns vergewaltigt. 5 Stunden hielten sie uns fest. 217 dieser Leidensgeschichten haben die UN im Südsudan bisher dokumentiert, begangen in den vergangenen 4 Wochen. Eine ethnisch motivierte, brutale Form der Unterdrückung durch Soldaten. Human Rights Watch hält den südsudanesischen Präsidenten Kiir für verantwortlich. Unsere Befragungen vor Ort ergeben ein klares Bild. Die Vergewaltigungen haben Methode in diesem Krieg. So sollen ethnische Gemeinschaften bestraft werden. Und die Befehle dazu kommen von ganz oben.
Kir ergebene Truppen haben in der Hauptstadt Juba das Lager seines internen Widersachers Vizepräsident Machar angegriffen und Machar, ein Mitglied der Ethnie der Nuer, zur Flucht gezwungen. Bei den Kämpfen wurden auch zwei chinesische Soldaten der UNMISS-Friedensmission getötet. Die UN hat in dem Bürgerkriegsland Südsudan 11.000 Blauhelme stationiert. Ihnen wird vorgeworfen, den Massenvergewaltigungen tatenlos zugesehen zu haben. Wir nehmen diese Vorwürfe ernst. Es wäre schlimm, wenn Blauhelmsoldaten ihrer Verantwortung, Frauen vor Vergewaltigung zu schützen, nicht nachkommen. 6 Millionen Menschen sind im Südsudan zurzeit auf Hilfe der Vereinten Nationen angewiesen. Regierungstruppen haben bei den Kämpfen auch das Hauptversorgungslager der Welthungerhilfe geplündert. O'Brien hat letzte Woche die Auffanglager besucht. Man dürfe die Menschen jetzt nicht im Stich lassen. Es reicht nicht, die Leute in Lagern aufzunehmen. Wir müssen sie auch außerhalb der Lager schützen können. Ein Aufruf an den UN-Sicherheitsrat, die UNMISS-Mission im Südsudan massiv aufzurüsten, um in Zukunft nicht mehr hilf- und tatenlos zuschauen zu müssen. Morgen reist Bundesentwicklungsminister Müller nach West- und Zentralafrika und hat heute ein breit angelegtes wirtschaftliches Hilfspaket für den Kontinent gefordert. Mehr dazu in den Nachrichten jetzt mit Juli Drakas. Nur mit einem Marshallplan könnten in Afrika die Fluchtursachen wirksam bekämpft werden, so der Bundesentwicklungsminister in der Bild am Sonntag. Der CSU-Politiker regte steuerliche Anreize für die Wirtschaft an, um sie zu Großinvestitionen zu bewegen, etwa in Zukunftsprojekte wie grüne Energien und Ausbildung. Die reichen Industrienationen müssten erkennen, dass sie ihren Wohlstand nicht weiter auf Kosten der Menschen in Afrika steigern könnten. Der Mann, der gestern im belgischen Charleroi zwei Polizistinnen mit einer Machete verletzt hatte, ist identifiziert. Der Algerier sei zwar polizeibekannt gewesen, nicht aber im Zusammenhang mit Terrorismus, so die Staatsanwaltschaft. Den Angriff stufen die Behörden als Terrorakt ein. Der sogenannte Islamische Staat reklamiert die Tat für sich. Der 33-Jährige wurde nach dem Angriff erschossen. In Syrien haben Rebellen und verbündete Dschihadisten nach eigenen Angaben die Belagerung der Stadt Aleppo durch Regimetruppen durchbrochen. In den Gebieten waren zuletzt bis zu 300.000 Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Staatsmedien wiesen die Darstellung zurück, dass die Umzingelung aufgebrochen und der Weg nach Aleppo frei sei. Die frühere Wirtschaftsmetropole ist seit 2012 zwischen Assad-Truppen und Rebellen geteilt. In Mazedonien sind durch ein heftiges Unwetter mindestens 21 Menschen getötet und viele verletzt worden. Der Gewittersturm gestern Abend führte in der Hauptstadt Skopje und ihrer Umgebung zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Ganze Dörfer sind verwüstet. Binnen weniger Stunden fiel so viel Regen wie sonst in einer Augusthälfte. Naja, wenn man in Deutschland an Thailand denkt, dann hat man meist Bilder wunderschöner Buchten und Strände im Kopf. Ist klar, ein ungezwungenes Leben mit natürlich der viel beschriebenen Freundschaft der Thais. Der politische Alltag im Land ist aber alles andere als frei. Seit dem Putsch vor mehr als 2 Jahren herrscht das Militär und spricht lediglich von Demokratie. Der von der Armee vorgelegte neue Verfassungsentwurf aber sieht noch mehr Macht für die jetzt schon Mächtigen vor. Das Militär darf zum Beispiel künftig sogar den Regierungschef ernennen. Die Mehrheit der Wähler stimmte der Verfassung bei einem heutigen Referendum aber trotzdem zu. Philipp Abrisch. Begrüßt von den Anhängern mit einem Lächeln und roten Rosen, so beginnt er, ein denkwürdiger Tag in Bangkok. Yingluck Shinawatra, die vom Militär gestürzte Premierministerin, ist unterwegs ins Wahllokal. Ich freue mich, dass ich meine Stimme heute abgeben kann. Diese Abstimmung ist wichtig. Alle sollen ihre Meinung sagen. Ihre eigene Meinung hatte Yingluck schon vor ein paar Tagen kundgetan. Sie würde empfehlen, beim Referendum mit Nein zu stimmen. Vor 2 Jahren war sie vom Militär gestürzt worden, wie zuvor schon ihr Bruder Thaksin. Der Putsch versetzte Thailand in Unruhe, die bis heute anhält. Das Land ist ohnehin gespalten. Auf der einen Seite stehen die sogenannten Gelbhemden, städtische Eliten, Beamte, Militärs, die ihren Wohlstand absichern wollen. Auf der anderen Seite die Rothemden, Menschen vom Land, oft Bauern aus dem Nordosten, die mehr Mitsprache wollen. Die Stimmung im Land ist bedrückend, sagt die Politikwissenschaftlerin Puangthon Pavakapan. Alle Seiten finden, dass das Land auf der Stelle tritt. Stillstand. Es geht nicht vorwärts, nur rückwärts.
und gleich viele Schritte. Werbung für das Referendum auf Bangkoks Straßen. Das Militär sagt, eine neue Verfassung werde das Land wieder stabilisieren und zu freien Wahlen führen im kommenden Jahr. Gehen Sie wählen, sagt der Chef der Junta, Chan Ocha, und sorgen Sie für einen Rekord bei der Wahlbeteiligung. Was so demokratisch klingt, aber ist genau das Gegenteil, sagen die Kritiker. Die Generäle wollten nur eins, per Verfassung zementieren, was sie sich vor 2 Jahren mit dem Putsch geholt haben, die Macht im Land. Sogar den Regierungschef wollen sie in Zukunft ernennen können, ganz und gar ohne Wahl. Kritik wollen die Militärs allerdings nicht hören. Ein neues Gesetz verbietet Versammlungen von mehr als 5 Menschen. Demonstranten werden inhaftiert. Auch wenn das Referendum nicht frei und fair ist, dem Militär ist das egal. Die Generäle wollen nur sagen können, die Mehrheit hat für uns gestimmt. Die Demokratiebewegung aber wird nicht aufgeben. Sie werden das Militär auch in Zukunft herausfordern. Am Abend die ersten Ergebnisse. Eine Mehrheit stimmt für den Entwurf der Generäle. Die Militärs bekommen, was sie wollen, eine neue Verfassung und noch mehr Macht. Thailand hat heute einen großen Schritt gemacht, einen Schritt weg von echter Demokratie. Die Paralympics, also die Olympischen Spiele für Sportler mit Behinderungen, die beginnen am 7. September, ebenfalls natürlich in Rio. Kein einziger russischer Athlet soll aber an ihnen teilnehmen, denn die gesamte Mannschaft wurde heute vom Internationalen Paralympics-Komitee ausgeschlossen. Dies sei, sagen sie, ein klares Zeichen im Kampf gegen das Doping. Russland wiederum kündigte an, gegen diese Entscheidung klagen zu wollen, denn sie sei, so sagen sie dort, gegen den gesunden Menschenverstand. Das erklärte der russische Sportminister. Am heutigen Wettkampftag bei den Spielen in Rio hoffen die Deutschen, naja, wenn nicht unbedingt auf Medaillen, aber vielleicht doch auf ein paar Siege in den Vorrunden. Andreas Köstler. Die Niederländerin Anna van de Breggen holte Gold im Straßenrennen der Frauen. Aber es wollte keine Freude aufkommen, denn ihre Landsfrau Annemiek van Vleuten war in Führung liegend schwer gestürzt. Laut niederländischem Verband sei die 33-Jährige aber weitgehend glimpflich davongekommen. Angelique Kerber startete etwas holprig ins olympische Tennisturnier. Die deutsche Nummer 1 brauchte gegen die Kolumbianerin Mariana Duque Marino viel Geduld. 6:3 und 7:5 für die Weltranglistenzweite. Kerber trifft in der zweiten Runde auf die Kanadierin Eugenie Bouchard. Auch die deutschen Handballer sind erfolgreich gestartet. Gegen Schweden war der Gummersbacher Julius Kühn mit 7 Toren bester Werfer. Das Team von Dago Sigurdsson überstand auch dank einer starken Abwehrleistung eine kritische Phase vor dem Ende. Der 32:29 Sieg, ein wichtiger Grundstein für das Erreichen des Viertelfinals. Zweites Unentschieden für die deutschen Fußballer im zweiten Gruppenspiel. Mann des Spiels war Serge Gnabry vom FC Arsenal. Gnabry hatte zunächst zum 1:1 ausgeglichen. Davy Selke legte zum 2:1 nach. Doch es folgten 2 Tore der Koreaner. Deutschland stand vor dem Aus. Doch Serge Gnabry gelang in der 2. Minute der Nachspielzeit der Treffer zum 3:3 Endstand. Ja, also irgendwie muss es da noch zu ein bisschen mehr kommen, insgesamt scheint mir. Damit kommen wir natürlich zu Claudia und der Frage, Claudia, wie beginnt die neue Woche? Also die neue Woche, Thomas, beginnt morgen gar nicht so unfreundlich. Mit längeren sonnigen Abschnitten im Osten und Süden wird es sogar noch mal sommerlich warm. Danach gibt es für alle deutlich kältere Luft. Heute um die Mittagszeit aufgenommen, hier das Satellitenbild, kamen schon dichtere Wolken aus Nordwesten. Die gehören zu einem Tief und hinter diesem Tief kommt Mitte der Woche deutlich kühlere Luft nach Deutschland. Sie sehen es am Trend für Kaiserslautern. Es geht runter auf rund 16, 17 Grad, dann aber zum nächsten Wochenende ziemlich sicher wieder deutlicher Temperaturanstieg. Morgen Vormittag längere sonnige Abschnitte, ein paar Tropfen fallen aus dichteren Wolken und an der schleswig-holsteinischen Küste, da gibt es sogar stürmischen Wind. Im Laufe des Nachmittags immer wieder sonnige Abschnitte, es kommen so schubweise Wolkenpakete, nur vereinzelt fallen ein paar Tropfen, Temperaturen im Norden 19 bis 23 Grad, im Osten und Süden 25 bis 29 Grad, danach deutlich kühler und wechselhafter, am Dienstag im Süden kräftiger Regen, am Mittwoch überall immer mal wieder Schauer bei 15 bis maximal noch 18 Grad. Naja, schauen wir in aller Ruhe drauf. Claudia, aber herzlichen Dank dafür. Das waren die Tagesthemen, meine Damen und Herren. Hier geht es weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente, das ich Ihnen gerne empfehle. Die nächste Tagesschau informiert Sie um 1:35 Uhr. Und ab morgen begrüßt Sie hier Pina Atalay zu den Tagesthemen.
Ihnen wünsche ich einen guten Start in die neue Woche.